Moderatoren finden war ja nie einfacher als heute. Das Netz ist voll von Menschen, die sagen, hey, ich kann Ihre Veranstaltung moderieren. Tja, das ist klar, dass da die Verwirrung manchmal groß ist, wenn Sie auf der Suche nach einem richtigen und guten Moderator sind. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie einen super Moderator finden und woran Sie ihn erkennen. Vier unterschiedliche Wege, wie Sie die richtige Besetzung für Ihre Veranstaltung finden. Die allererste, und das ist wahrscheinlich auch die, die Ihnen als erstes eingefallen ist, ist natürlich das Internet. Im Internet finden Sie eine Menge Leute, die ihre Dienste als Moderatoren anbieten. Und natürlich können Sie da den richtigen Moderator oder Moderatorin für Ihre Veranstaltung finden. Allerdings sollten Sie im Netz ein paar Dinge beachten, denn das Netz ist ja nur das Netz. So, das Erste, was Sie machen sollten, wenn Sie einen Moderator haben, wo Sie sagen, der könnte es vielleicht sein, schauen Sie mal, ob der ein Showreel hat. Showreel, das ist das Demo-Tape, also die Videos von seinen Auftritten. Schauen Sie sich dieses Video mal ganz genau an. Wie wirkt die Person auf den Videos? Ist das so der Stil, den Sie sich für Ihre Veranstaltung vorstellen können? Und ganz wichtig, kann der auch mehrere Sätze am Stück frei sprechen? Darauf sollten Sie bei Event-Moderatoren unbedingt achten. Und das sehen Sie daran, dass das Video 1,5 Minuten mindestens am Stück ist. Also nicht immer kleine Schnipsel zusammengeschnitten, also 5 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Sekunden, sondern wirklich mal eine längere Passage am Stück. Daran können Sie erkennen, wie gut die Person, der Moderator oder die Moderatorin auf der Bühne sprechen kann. Schauen Sie sich auch die Wirkung an. Wie ist denn der im Dialog mit dem Publikum? Wie ist der körperliche Auftritt, also die Bühnenpräsenz, das ist enorm wichtig, wenn Sie einen Moderator buchen, weil wenn Sie da so einen verschüchterten Typen haben oder eine junge Dame, die irgendwie heimlich nur auf den Zettel spickelt und dann alles abliest, da haben Sie keinen Spaß und Ihre Gäste auch nicht. Also schauen Sie sich ganz besonders das Bewegtbildmaterial an. Außerdem gucken Sie auch nochmal auf die Referenzen. Für wen hatten die oder der schon gearbeitet? Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, um zu gucken, passt die zu uns, hat die Erfahrung in dem Metier, in dem wir uns bewegen, dann können Sie auch nur auf Nummer sicher gehen, dass die Moderatorin einfach Gespür dafür hat, mit großem Publikum umzugehen. Also Referenzliste anschauen. Mein zweiter Tipp ist, gehen Sie zu Agenturen. Moderatorenagenturen haben einen größeren Pool an Profi-Moderatoren und die können Ihnen natürlich genau die richtige Person vermitteln für Ihr Event. Jetzt muss man unterscheiden, wollen Sie richtig die Top-Agenturen? Da sind natürlich nur die Fernsehprofis drin, die sind auch richtig teuer. Oder sagen Sie, okay, ich nehme eine Moderatorenagentur, die auch junge Profis hat oder Nachwuchsmoderatoren beispielsweise. Da kriegen Sie auch Moderatoren zu einem erschwinglichen Preis. Moderatoren-Talentpool ist beispielsweise so eine Agentur. Da finden Sie tolle Moderatoren, die gut ausgebildet sind und eben nicht so teuer sind wie ein Fernsehprofi. Diese Agenturen helfen Ihnen, genau das Richtige zu finden. Das heißt, da sagen Sie, okay, ich habe die und die Veranstaltung, der muss das und das können, in der und der Sprache und ich wünsche mir den und den Stil. Und dann guckt der Agent, dass er genau die richtige Person findet. Das ist eine Dienstleistung, die müssen Sie auch bezahlen mit einer kleinen Gebühr. Das hält sich aber in Grenzen. Und dann haben Sie natürlich die Arbeit los, dass Sie selber im Netz suchen müssen und Sie kriegen schon eine gut sortierte Vorauswahl von 3 bis 5 Leuten und brauchen sich dann nur noch den richtigen aussuchen. Die nächste Möglichkeit ist, dass Sie auf Empfehlung gehen, dass Sie mal rumfragen in Ihrem Netzwerk, wer kennt denn einen guten Moderator, eine gute Moderatorin oder einen guten Moderator, und dass Sie auf Empfehlung gehen und sich dann eben diese Person mal einladen zu sich ins Unternehmen oder einfach eine Skype-Konferenz machen oder vielleicht besuchen Sie sogar eine Veranstaltung, die die Person moderiert. Das wäre natürlich optimal, dann sehen Sie die gleich mal live und wissen, was Sie da kaufen. Das ist immer ein guter Weg, sich jemanden empfehlen zu lassen. Und jetzt gibt es natürlich noch einen vierten Weg, wo ich sage, Vorsicht. Fernsehen. Fernsehen und Radio. Das ist natürlich oft der naheliegende Weg. Sie denken sich vielleicht, ach, die Person habe ich doch da und da schon mal gesehen oder gehört. Die könnte doch vielleicht auch meine Veranstaltung. Da müssen Sie schauen. Fernseh- und Radiomoderatoren sind nicht unbedingt gute Veranstaltungsmoderatoren, denn das sind zweierlei Disziplinen.
Als Fernsehmoderator oder Radiomoderator muss ich nicht zwangsläufig gut mit Publikum sein. Als Veranstaltungsmoderator brauche ich ganz andere Kompetenzen wie fürs Fernsehen und fürs Radio. Natürlich brauche ich eine gute Stimme, natürlich brauche ich eine gute Präsenz, wie auch vor der Kamera. Aber auf der Bühne muss ich in Live-Situationen die richtigen Entscheidungen treffen, live mit ungeplanten Geschichten umgehen können. Ich muss sehr gut in der Publikumsinteraktion sein. Das können Fernsehmoderatoren nicht zwangsläufig. Manche können das. Ich kenne einige, die es können, aber es gibt auch viele, die können es nicht. Und ich höre dann immer bei mir in den Seminaren die Geschichten von den Fernsehmoderatoren, die eben nicht wirklich den Job auf der Bühne beherrscht haben. Also von daher, seien Sie vorsichtig bei Fernseh- und Radiomoderatoren, schauen Sie da genau hin und lassen Sie sich unbedingt ein Video geben, wo diese Person auf einem Live-Event zu sehen ist. Das wäre ein ganz wichtiger Tipp für Sie an der Stelle. Natürlich können Sie auch Ihr Event alleine moderieren, das wäre auch eine Lösung. Dann empfehle ich Ihnen unbedingt eine Weiterbildung zu machen, denn einfach nur so ein Event zu moderieren, das kann auch daneben gehen, denn schließlich sind Sie Fachexpertin oder Fachexperte für ein bestimmtes Thema. Vielleicht sind Sie Geschäftsführer oder Abteilungsleiterin. Das ist gut, nur Moderation ist ein eigenes Business. Ich empfehle Ihnen dann unbedingt noch eine Weiterbildung für Moderation zu machen, damit es Ihnen auch gut geht auf der Bühne und Sie einfach wissen, was Sie da tun. Das wäre an der Stelle nochmal mein Tipp. Wenn Sie mehr Tipps wollen, auch eben wie Sie besser selber moderieren können, dann rate ich Ihnen, abonnieren Sie noch den Kanal und dann kriegen Sie jede Woche meine besten Tipps für Sie kostenlos nach Hause.